die Nominierten in der Kategorie Thema des Jahres. 2017 zog die AfD in den Bundestag ein. Das wird den Parlamentsbetrieb verändern, sagte sich Zeitreporter Peter Dausend und beschloss: Ich mache jetzt mal den Roger Willemsen und setze mich halt für längeren Zeitraum ins Parlament, auf die Pressetribüne und schaue mir mal an, was sich verändert in dieser Zeit mit der AfD dann. Umgehend wurde der Ton rauer. Das war eine Atmosphäre, die auf Dauer irgendwie sowas Bedrohliches annahm und wesentlich mehr Aggressionen in den Bundestag hineingetragen hatte, als vorher da war. Detailliert beschreibt der Reporter, mit welchen Mitteln die AfD den Parlamentsbetrieb verdreht. Mitten im Beben die Stenografen. Die Stenografen müssen ja alles aufschreiben, was im Parlament passiert. Also auch die Zwischenrufe, das Lachen, das Buhen, alles Mögliche. Die Erschütterungen, die es dann in so einer Debatte irgendwie auch gibt. Wie Seismografen die Erdbeben registrieren. 4 Wochen wollte Peter Dausend bleiben. Es wurden bis zur Bildung der Großen Koalition 4 Monate. Das waren insgesamt 12 Sitzungen von morgens bis abends und manche gingen auch bis 22, 23 Uhr. Also man brauchte ganz viel Kaffee in dieser Zeit auch, um das irgendwie zu überleben. Ich wünsche mir so sehr einen Bürgerkrieg und Millionen Tote, Frauen, Kinder, mir egal. Hauptsache, es geht los. Worte von Marcel Grauf, Mitarbeiter der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag. Kontextautorin Anna Hunger bekam exklusiv die Chatprotokolle des Rechtsextremisten und Neonazis zugespielt. Es waren über 130 Facebook-Chats, also Privatnachrichten, die hin und her geschrieben wurden zwischen Marcel Grauf und seinen Chatpartnern über 4 Jahre insgesamt. 17.000 Seiten hassverseuchte Dialoge und Hetze gegen Migranten, Juden, Schwarze. Eine menschenverachtende, demokratiefeindliche Gedankenwelt. Das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, das müssen wir veröffentlichen. Wir wussten, es wird juristisch Probleme geben, dass es schwierig werden würde. Aber es war einfach journalistisch, fanden wir, notwendig, dass man das öffentlich macht. Gegen Sieg Heil mit Smiley klagte Marcel Grauf. Doch das Oberlandesgericht Karlsruhe entschied, dass man ihn als ehemaliges NPD-Mitglied benennen darf. Der schreibt Reden, der schreibt Anträge, der macht kleine Anfragen, der übernimmt politische Arbeit und das darf nicht sein, dass Menschen, die Demokratie für verachtenswert halten, in einer demokratischen Institution arbeiten. Das darf nicht passieren. Künstliche Intelligenz. Die meisten Menschen verbinden damit Jobkiller und Roboter. Doch längst ist KI Teil unseres Alltags. Unter dem Titel Berührungspunkte unternahm SZ-Feuilleton-Chef Adrian Kreie eine Reise durch die Welt der lernenden Technologie. Da gibt es Leute wie Elon Musk, die sagen, das ist künstliche Intelligenz ist so gefährlich wie Atomwaffen. Auf der anderen Seite gibt es ja dann diese Propheten, die sagen, über künstliche Intelligenz können wir ein Superwesen schaffen, das teils Mensch, teils Maschine ist. Beides sind Science-Fiction-Szenarien. Adrian Kreie gehört zu den wenigen Journalisten, die alljährlich zum Gipfeltreffen der Branche geladen werden. Zur TED-Konferenz in Vancouver, wo er mit Menschen wie Jeff Bezos ins Gespräch kommt. Dort habe ich einfach gemerkt, jetzt kommt so ein Punkt, da wird die künstliche Intelligenz einfach unser Leben und nicht nur unsere Technologie verändern. So hat sich gezeigt, dass die KI von Facebook, Twitter und Co. Hass und Konflikte verstärkt. Auch aus solchen Fehlern hat man gelernt. Die Forschung ist extrem wach geworden. Sie fordern jetzt zum Beispiel schon ein, eine Verhaltensforschung für Maschinen, um Dinge zu erfassen, die vielleicht jetzt noch gar nicht abzusehen sind. Aber wir schreiben den Quellcode für die zukünftige Technologie.